So, liebe SFT-Leser, vor einem Jahr genau haben wir es Ihnen versprochen. Wir sind wieder da bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Und dieses Jahr gibt es was ganz Neues, und zwar weiße Ware. Sie müssen jetzt nicht denken, dass die Drogenfahndung jetzt auf uns anspringen muss, sondern dabei handelt es sich einfach um Haushaltsgeräte, Küchengeräte, Kaffeemaschinen, sowas in der Art. Auch die werden wir uns diesmal angucken. Das Wetter mag heute nicht so wirklich mitspielen, es ist windig, es nieselt ein wenig, aber die wirklich spannenden Sachen gehen eh da drin ab. Kommen Sie doch einfach mit rein, ich zeig's Ihnen. So, hier bei der IFA ist natürlich auch Panasonic vertreten mit riesigen Highlights, wie man hinter uns sieht. Und Herr Polatzki, Marketing Support Leiter, wird uns hier ein paar Highlights zeigen. Aber zuerst mal, was sehen wir hier, Herr Polatzki? Ja, nicht zu übersehen. Wir stehen gerade vor dem größten Plasmaschirm der Welt. 150 Zoll, umgekehrt mal in Zentimetern ausgedrückt, wären das 381 Zentimeter Bildschirmdiagonale. Und für den Kunden, der bis dato gesagt hat, Mensch, der bis dato zweitgrößte Plasma der Welt, der ebenfalls von Panasonic kommt, 103 Zoll, reicht mir nicht, dann kann er ihn jetzt in 150 Zoll bekommen. Ja, starten werden wir hier mit einem unserer neuen Blu-ray-Player. Blu-ray ist ja ein ganz, ganz besonders interessantes Thema geworden, seitdem es jetzt die Alleinherrschaft, kann man fast sagen, auf dem Markt übernommen hat als System. Und wir sind natürlich besonders daran interessiert, jetzt diese Player von Generation zu Generation schnellstmöglich in den Markt zu bekommen. Das gelingt uns auch immer mehr. Hier zum Beispiel jetzt der neue BD55, der sich besonders auszeichnet durch seine neuen Fähigkeiten. Indem er alle Decoder beinhaltet, die es mittlerweile im HD-Sektor gibt, um den Ton wirklich zum perfekten Bild ebenfalls zu perfektionieren. Und wunderschön die Möglichkeit aufweist, über eine Ethernet-Schnittstelle eben halt auch ins Internet zu gehen, um zum Beispiel Links, die sich auf einer Blu-ray-Scheibe befinden, auch darzustellen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ein Blu-ray-Anbieter zum Beispiel einen Link zu einer Seite mit Preis gibt, dass ich mir zum Beispiel auch Testbilder ziehen kann, um meinen Plasma oder meinen LCD-Fernseher perfekt einzustellen. Hier sehen wir drei unterschiedliche Blu-ray-Rekorder. Ja, man höre und staune, Europa startet jetzt tatsächlich mit den ersten Blu-ray-Rekordern. Die Franzosen machen den ersten Schritt und Panasonic ist natürlich mit dabei. Ganz unten rechts sehen wir hier einen für den französischen Markt vorbereiteten Blu-ray-Rekorder. Und die Franzosen haben ja bereits über DVB-T HDTV seit Mitte dieses Jahres. Und dann war es für uns naheliegend, diesen Markt natürlich auch zu bedienen. Und da ist er. So, Herr Polatzki, Sie haben uns hier in eine Art Panasonic-Kinosaal geführt. Was wird hier gezeigt? Ein ganz besonderer neuer Beamer, ist der PTAE 3000. Wenn wir uns die Leinwand drüben ansehen, dann ist es der Fall, dass wir jetzt also ein Bildverhältnis haben von 21:9. Und würden wir jetzt die Funktion, was wir gleich einfach mal machen können, drücken. Ich drücke jetzt einfach mal hier die Taste und wir können jetzt umschalten, also auf 16:9. Jetzt zoomt er runter, sodass wir, gut, das ist jetzt ein CinemaScope-Film, wir sehen also trotzdem immer noch oben und unten Balken, aber angenommen, es wäre jetzt eine Original 16:9-Verlage ohne Balken, klappe ich jetzt rechts und links einfach nur meine Ohren an der Leinwand zusammen, habe dann rechts und links keine weißen Flächen mehr und ein formatfüllendes 16:9-Bild. Schaue ich einen CinemaScope-Film, gehe ich wieder auf CinemaScope und er passt das Bild dann automatisch an, formatfüllend ohne schwarze Balken. Internet ist dieses Jahr auf der IFA ein großes Thema, Internetinhalte ohne PCs. Und Panasonic hat da was ganz Besonderes parat, wenn Sie uns darüber vielleicht was erzählen könnten. Ja, wir wollen auf der einen Seite natürlich mit unserem Flachbildschirm noch weiter nach vorne kommen. Dadurch müssen Sie natürlich noch flexibler werden, wie Sie schon selber sagen. Der Internetzugriff sollte gewährleistet sein. Und das machen wir in diesem Fall hier mit unserem eigenen Signal sozusagen. Wir nennen es ViraCast. Viera steht bei uns ja für die gesamte Flachbildschirmtechnologie und Cast vom Broadcast, also für die Übertragung. Wir können hier sehen, dass wir auf diesem Plasma-Bildschirm mehrere Inhalte darstellen. Wir haben Kooperationspartner, wie zum Beispiel YouTube, wie zum Beispiel Eurosport, Bloomberg TV und auch Picasa. Wozu aber an sich ein PC notwendig wäre, das kann ich jetzt hier über ViraCast realisieren. Ich nehme meine normale TV-Fernbedienung und kann mich jetzt in diesem Portal bewegen. Angenommen, ich möchte jetzt mal bei YouTube reinschauen. Da gehe ich dann einfach mal rein und kann mir da jetzt zum Beispiel die einzelnen Bereiche anschauen, so wie ich es auch bei YouTube auf dem Portal gewohnt bin. Oder ich gehe halt zurück mit einer ganz einfachen, intuitiven Bedienung rüber in den Eurosport-Bereich und kann mir dort eben halt die Inhalte, die Eurosport live aufs Netz stellt, auch direkt anschauen.
Ja, hier sind wir bei unserer neuesten Entwicklung zum Thema Flachbildschirm. Das ist die zweite Generation im Grunde genommen an Plasmaschirmen. Zweite Generation deshalb, weil diese Generation ermöglicht es, Plasmaschirme extrem flach zu bauen. Extrem flach heißt 2,47 cm, um genau zu sein. Diese Technologie nennt sich Neo-PDP, also Neoplasma-Technologie, macht es möglich, diese Geräte so extrem flach zu machen, was natürlich dann dem Gedanken von Großbildschirmen wirklich wie ein Bild an der Wand zu hängen, viel, viel näher kommen, als es die Geräte, die man bis jetzt auf dem Markt befindlich kaufen kann.